Nein, keine Sekunde. Ich finde es super spannend. Ich muss mich sogar manchmal rechtfertigen. Wenn ich mit meinen Nachbarn über die Arbeit rede, abends bei einem Bier, dann sagen die jammern immer und dann sagen die zu mir, du zählst ja nicht, du hast ja Spaß bei deinem Job. Nein, Gottes Willen. Also, wenn man sich so anguckt, was man als Physiker alles machen kann, dann ist das natürlich, also Physik ist wie Jura, da kannst du alles machen. Also es ist ja tatsächlich in einem gewissen Sinne, da geht es ja auch um Rechtsprechung, also geht um Rechtsprechung in der Natur, es geht darum, wie die Naturgesetze sind, wie sie unter bestimmten Rand- und Anfangsbedingungen funktionieren. Und wenn ich mir überlege, mit welcher Geschwindigkeit ich mich in andere Naturwissenschaften, zumindest deren Grundlagen, einarbeiten kann, dann hat es damit zu tun, weil die Physik die Grundlage jeder Naturwissenschaft ist. Also es gibt Physik ohne Biologie, aber keine Biologie ohne Physik, weil man braucht überall, dass es Atome gibt, dass die Atome sich zu Molekülen zusammenfinden und so weiter und so weiter. Die Wechselwirkung von Materie mit elektromagnetischer Strahlung und so weiter, das ist ja ein ganz zentral physikalisches Geschäft. Und wenn man das einmal mal grundlegend gelernt hat, wenn man zum Beispiel die Hauptsätze der Thermodynamik kennt, also dass es eben Energie nicht erzeugt werden kann, sondern nur umgewandelt werden kann und so weiter und so weiter. Wenn man auch die Hierarchien der Energien kennengelernt hat, dass eben das Niedrigste, was es gibt, an Energie Wärme ist und das Höchste, was wir kennen, Premium-Energie, ist die elektrische Energie, dann kann man relativ schnell zum Beispiel auch bei Energiewende mit reinreden, ja, was brauchen wir denn? Ja, wir brauchen natürlich vor allen Dingen Strom, also müssen wir die Energiebranche so schnell wie möglich dekarbonisieren. Und also man kommt überall rein, man kommt vor allen Dingen auch in die Erdwissenschaften relativ schnell rein, also Geologie, Ozeanografie, Mineralogie, Petrologie und so weiter, weil auch da die Physik eben im Mittelpunkt steht, zugleich das Fundament anbietet. Also selbst bei den Abläufen, die ja zunächst einmal gar nicht physikalisch sind, also die historischen Abläufe, die geschichtlichen, also die Erdgeschichte, die Geschichte des Kosmos, sogar die Geschichte des Lebens, ja das Leben selbst ist inzwischen zu einem Thema der Physik geworden. Also ich kenne keine universellere Naturwissenschaft als die Physik. Und ich bin heilfroh, dass ich das gemacht habe. Ich könnte, also mal unter uns gesagt, ich kann auch gar nichts anderes. Nein, ich bereue es jetzt überhaupt nicht, weil nur so konnte ich diesen tollen Job, den ich jetzt mache, hier an der Hochschule Rosenheim bekommen. Aber ich gebe zu, es gab mal zwischendurch eine Zeit, wo ich es ein kleines bisschen bereut habe, weil ich ja 12 Jahre in der Industrie war. Und Physikstellen in der Zeitung gibt es fast nicht. Das sind meistens nur zeitlich befristete Unistellen. Es sind dort eher Ingenieurstellen und die zuhauf. Und auch wenn ein Physiker sicher kein schlechter Ingenieur ist, muss man sich, wenn man dort eine Stelle sucht, als Physiker immer so ein bisschen als Ingenieur verkaufen. Und das fand ich so ein bisschen schwierig. Auch wenn ich in der Industrie spannende Stellen als Physiker hatte. Und heute bin ich froh, dass ich wirklich Physik studiert habe, dass ich meine Physikkenntnisse an die Studenten weitergeben kann. Und das ist top. Was einmal wieder zeigt, man soll seinem Inneren nachgeben. Also wenn man das Gefühl hat, das ist das Richtige, soll man das machen. Überhaupt nicht. Also ich würde es jedes Mal genauso wieder machen. Es ist natürlich kein Studium, wo man jetzt das große Geld mit verdienen kann. Da arbeite ich noch dran. Aber es macht unheimlich viel Spaß und vor allem, ich werde auch oft gefragt, was macht das mit dir, wenn du immer mehr erfährst, immer mehr Wissen anhäufst über Astronomie und ich finde, es hört eben niemals auf. Also es macht immer mehr Spaß. Es beraubt einen nicht der Faszination, sondern es wird eher noch mehr, wenn man eben mit ein bisschen Sachverstand noch auf den Himmel schaut. Und ich bin umso mehr eigentlich fasziniert vom Himmel und man übt sich dann auch so in Demut und denkt, Wahnsinn, wenn man sich das so anschaut. Es ist wirklich, wirklich toll und es ist ein Erlebnis. Nach wie vor, auch wenn man sich ein bisschen besser auskennt. Also, ob ihr jetzt das als Hobby macht, Astronomie oder als Beruf, ich kann es wirklich sehr empfehlen. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Also ich habe mal bei Harry einen Spruch gelesen im Büro. Das war das allererste, was ich gesehen habe. Ich kam zu ihm, wusste damals noch gar nicht, dass er diese Fernsehsendungen macht und dieses Klopf macht die Tür auf. Und da stand so ein Bild, hing da an der Wand und da hieß es: Der Sinn der Naturwissenschaft ist ein erfülltes Leben. Dem ist nichts hinzuzufügen.